Nein, nicht getroffen. Nein. Ja, okay, ich glaube, das mit der Pumpgun lasse ich jetzt gerade im Moment mal. So, hier. Ja. Jetzt bist du wohl impotent, tut mir leid. Und hier dürften jetzt keine mehr stehen. Ich glaube, ich bin auch auf der sicheren Seite, wenn ich jetzt hier die komplette Muni mitnehme. Aber da ist noch eine MKDNI. Okay. Gut, dann werden wir die mal gleich los. Und werfen mal gegen die Wand. Ja, ist... Habe ich irgendwas anderes erwartet? Ja, scheiße. Ich habe nicht mal getroffen. Ist da noch jemand auf der Seite? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde dann einfach hier stürmen. Ja, ja, wow, wow, wow. Aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwo einer rumfliegt. Hier fliegt noch eine Pistolenmunition rum. Ist ja schön und gut. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Feierabend. Ja, ich glaube, das hat ihm gefallen. Den kurzen, schmerzlosen Tod. Aber hier liegt auch nirgendwo eine Pumpgun-Muni, oder? Ne, nur AK wieder. Obwohl die eine Schuss da, die sollte ich jetzt... Jetzt weiß ich, was ich mache mit der Pumpgun hier. Verdammt. Hallo? Da ist er. Hier sind bestimmt wieder Leute. So, jetzt habe ich keine Muni mehr und jetzt tausche ich sie aus gegen die AK. So, dann spiele ich auch ein bisschen mit der in dieser Folge. Und ja, okay, so viel Munition kriege ich jetzt auch nicht. Ich glaube, da hinten... Ja, da müsste noch ein Schatz sein, hier. Aber... Oh, hier ist noch eine AK. Finde ich schön. Habe ich auch einen kleinen... Eine kleine Ansammlung von Munition. Die AK ist zwar noch lange nicht voll, aber... Okay, da ist noch eine Granate. Aber ich zweifle gerade so ein bisschen. Okay, da hinten könnte sich einer verstecken, hier. Das heißt, ich verstecke mich jetzt da. Und wenn sich da jemand versteckt hätte, dann hätte ich den jetzt weggemacht. So. Ah, der war ja super. Aber hier erstmal... Ja, genau. Oder so. Ja, komm raus. Ja, ja, ja. Ja, schön hat er das gemacht. Der war... Was? 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 Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Wer war das? Wer war das denn? Wer war das? Also hier manieren, bitteschön. Ich habe euch ja auch nichts getan, Mensch. Da fange ich gleich an zu stottern, wenn die solche Dinge mir an den Kopf werfen. Vor allem erklär mir mal, wie das gehen soll. Hier. Scheiße. Nein. Ja? Das muss man auch mal schaffen. Sich selbst in die Luft sprengen. Ich glaube, das hat der schon zu Hause geübt. Ja, epische Musik. Und hier mal Munition für die AK. Hm. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich eher ein Fan von der Pumpgun, nicht eher von der AK. Muss ich jetzt leider ja zugeben. Was heißt leider? Ich gebe es einfach mal zu. So, hier ist noch eine MKDNI, die wo ich vorhin verschmissen habe. Natürlich vollkommen professionell. Und hier müssten wir hoch, deswegen... Ja, gut, jetzt ist er außen rumgegangen. Deswegen gehen wir erstmal hier hoch. Denn hier haben wir noch einen kleinen Schatz, wie vorhin auch schon erwähnt. Dann kriegen wir einen kleinen Silberring. Und jetzt... Oh, wir mussten sogar vielleicht da hoch. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt hier rüberspringen. Und dann bewegen wir uns. Dort. Auf diese Klippe. Ja, da geht's ein bisschen, wirklich nur minimal runter. Ja, oder so. Ich hätte mir da jetzt bestimmt den Klöchel verstaucht, ja. Der Klöchel ist so eine Mischung aus Glocke und Knöchel. Habt ihr vielleicht mal schon von gehört. Das ist so, so ein Syndrom, wenn man halt die ganze Zeit klingelt und... Na, ich sollte aufhören, Schmarrn zu reden. Aber hier sind auf jeden Fall ein paar Zeitgefährten wieder. Oh. Sogar ein paar mehrere Zeitgefährten. Oh, komm, bleib stehen.
Oh Mensch, tut mir leid fürs Lachen, aber der war jetzt einfach gut, muss man ja zugeben. Boah, Pumpgun! Oh Mann. Nein! Geh weg, du! Dich habe ich nicht in meiner Friendlist auf Facebook. So. Ja, kannst jetzt auch mal weggehen. Hallo? War der wirklich so weit weg? Na, ist ja auch Wumpe. Hier nehme ich erstmal noch ein bisschen Munition. Und jetzt, wo sind wir denn hier eigentlich gelandet? Also, es waren jetzt ein paar wenige Gegner, weil ich hier einen super Move gemacht habe. Ach Mensch, freut mich ja jetzt wirklich. Ich wusste wirklich nicht, dass das geht. Ich habe mir jetzt gerade einfach mal gedacht, na, machst es mal, stimmst jetzt nicht rein, gehst ein bisschen taktischer vor. Aber, okay, wenn das wirklich so gut funktioniert, dann freue ich mich natürlich schon. Und ich glaube, hier finden wir auch noch einen Schatz. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja. Hier ein goldener Jaguar. Natürlich das Auto. Also ein goldener Jaguar. Naja. Hat nicht jeder. Ja, gegen den Stein rennen kann ich auch. Hallo? Unsichtbare Wand? Naja. Wo muss ich... Wie nett? Ja, also ich glaube, das waren die Einwohner. Ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt, dass wir diesen Viechern, die es da auf der Wand gab, noch begegnen werden, oder? Und hier sterbe ich bestimmt. Auf jeden Fall. Das wurde schon vom Schicksal so vorbestimmt. Hier bin ich nämlich schon seit Gezeiten immer gestorben. Also wirklich immer. Permanent. So, aber hier noch nicht. Das kommt erst später. Vor allem keine Deckung ist immer super. Obwohl ich glaube, hier haben wir sogar Deckung. Weil hier oben kommen jetzt dann gleich welche. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da bin ich nicht unbedingt so gut. Obwohl, hier haben wir sogar Deckung. Kommen die jetzt hier? Wow! Nein. Nein, deck dich. Deck dich doch. Hier hin. Okay. Gut. Gut. Bin ich ja froh, dass die keine Granaten haben. Ich dachte gerade, der zieht eine Granate. Aber anscheinend nicht. So, ja, du kannst gerne gegen die Wand schießen. Da bin ich. Ja, okay. Finde ich auch in Ordnung, wenn der losspringt und einfach mal in den Graben fällt. So, ich schätze mal, wir müssen hier lang. Und dann einfach hier an die Wand. Ich warte darauf, dass die abbröckeln, während ich drauf bin. So, aber diesmal ausnahmsweise mal nicht. Und diesmal auch nicht. Also, ich frage mich jetzt wirklich, LP-Faktor oder nicht? So, da kommen jetzt dann auch bald welche. So, da kommen wieder keine. Ich frage mich jetzt langsam, wo ich hin muss. Hier hin, ne? Nein! Wow! Muss ich jetzt hier... Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Nein! Was war das denn? Na, okay. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich hier öfter sterbe. Ja, habe ich schon mal. Gut, dann passe ich diesmal den richtigen Augenblick ab. Und springe nochmal ins gleiche Loch. Hallo? Geht's dir noch gut? Oder warte ich dir einfach zu lange? So, dann warte ich jetzt einfach mal ein bisschen länger. Oder muss ich hier ganz drüber springen? Oh, ich muss hier ganz drüber springen. Okay. Das erklärt natürlich die Sache mit der Zeit. Ja, du kannst mich jetzt mal. Oh, jetzt habe ich es ja selbst gesagt. Mensch. Aber ich mache es hier natürlich ganz professionell. Pam. Fliegt das Auto. Dem Fahrer geht es, glaube ich, auch noch gut. Ja, ich fahre doch schon. Dankeschön. An der Stelle. Ich glaube, der Fahrer, der überlebt. Also, das hätte ich jetzt mal gesagt. So, hier muss ich noch ganz kurz aufpassen, nicht in den Wasserfall zu fahren, zu fallen. Jetzt waren wir gerade beim Auto, dann fahre ich natürlich immer. Wow. Und hier müssen wir uns auch hier in Deckung bringen. So. Und jetzt bloß nicht treffen, Computer. KI, bitte nicht treffen.
Okay, wenigstens befolgt sie meine Ratschläge. Hier ist noch schöner Kopfschuss gewesen. Hier nochmal. Nochmal einer. Hallo? So. Nein! Okay. So kann man es natürlich auch machen. Aber, ja, okay. Ich glaube, hier kann ich jetzt wieder ins Wasser gehen. Mhm, sogar. Stimmt sogar, ja, okay. Ich frage mich, ob ich jetzt da vorne ins Wasser gehen könnte, um jetzt meine Pistolenmuni zu holen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant sogar. Und hier haben wir wieder Granaten, das heißt, ich kann wieder ein bisschen rumschmeißen. Oh, und hier haben wir außerdem noch Pistolenmuni. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass meine Aussprache wahnsinnig gut ist. So, hier haben wir noch einen kleinen Schatz, einen wirklich kleinen Schatzsucher Amateur. Wir sind jetzt der Amateur. Der Amateur-Schatzsucher und wir geben uns dann auf einen Schatz. Also nicht auf einen Schatz, sondern auf eine Schatzjagd. Also, naja. Das erste Mal, als ich hier war. Ach so, er ist in dieser Stellung. Ich dachte bis gerade. Hä? Was ist jetzt hier los? Nein. Aber ja, wie gesagt, das erste Mal, als ich hier war, hatte ich keine Ahnung, dass ich auf diesen Lianen auch hochklettern kann. Die waren wirklich so verborgen. Und hier kommt jetzt meine Lieblingsstelle. Ja, also Drake, dir wäre es sicher gut gegangen, wenn du da noch drin gewesen wärst. Auf jeden Fall. Und erstmal die Musik des Dschungels. Tarzan, komm und rette mich, bitte. Nein, nicht. Okay, gut. Hier gibt es keine Munition. Also, was seh ich denn hier? Und so kann ich mich hier... Okay, das war's dann mit Schleichen. Ich wollte eigentlich hier vorschleichen, ganz wie ein Profi, und dann das gleiche wie vorhin nochmal machen. Okay, einer weniger schon mal. Wieso gehst du hier so vor? Nein, nein, du nicht. Ich schieß lieber einmal mehr drauf, nicht, dass man dann... Okay, 50 Eliminierungen von der Pistole. Kann man natürlich verkraften. Oh Mann. Okay, 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 okay. Ist nicht unbedingt so gut. Geh weg. So. Habe ich den eigentlich mitgenommen? Ja, den habe ich mitgenommen. Gut. So, wo haben wir denn die nächsten? Wer will denn noch ein bisschen in der Party? Ich will mich nur ungern an diese Deckungen stellen, weil die werde ich bestimmt später noch brauchen. Da steht einer im offenen Feld. Finde ich in Ordnung. Wer es verkraften kann, ist cool. Ist cool, auf jeden Fall. Vor allem, da kann ich schon wieder Marshmallows machen und so. Lagerfeuer. Kann ich auch SpongeBob einladen? Nein. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Ich habe übrigens Angst, dass die jetzt von hinten kommen. War das jetzt schon alle? Wirklich? Das hatte ich auch schwerer in Erinnerung. Wahrscheinlich, weil ich mal auf schwer gespielt habe. Oder auch nicht, weil da noch welche kommen. Ah, hinter. Puh. Okay. Gut, wo sind die überhaupt hergekommen? Nein, Pumpkin-Typ, du nicht. Nein, wirklich, dich mag ich nicht. Pam, weg. Sag schon wieder so auf Pam, ne? Pam, nein. Aber jetzt. So, kann ich noch eine kleine Kugel mehr reintun. Und mit epischer Musik. Okay, jetzt dürfen wir da hoch. Ja, nee, habe ich auch nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass du bestimmt überlebt hättest. So, war der nicht mit der Pumpgun? Irgendwer war doch mit der Pumpgun unterwegs, oder nicht? War das der Typ da hinten? Find's auch immer so cool, wenn er seine Waffe zieht. Wenn er sie halt weggesteckt hat, so. Nee, der war auch mit der AK unterwegs. Irgendwer? Wo ist denn der gestorben? Hier! Nein, das war auch nicht der. Was tut das? Nee, glaube ich nicht. Der war doch der, wo im offenen rumgeflogen ist. Hallo, Pumpgun? Ach, hier. Ach, da haben wir ihn ja. Ist das eigentlich diskriminierend, wenn immer die stark pigmentierten die Pumpgun haben? Also, so ein bisschen schon, oder? Na, ist jetzt egal. Wir wollen auf solche Themen nicht unbedingt in Uncharted eingehen. Und jetzt geht's uns gleich besser. Auf jeden Fall. Hier kann ich auch ruhig ein bisschen quatschen. Der sagt, glaube ich, nicht viel, sondern erst, wenn er die Karte hat. Ja, genau, auf jeden Fall. Wieso haben die eigentlich nicht mitgenommen?
Da fragt mich mal einer. Cool. Und das war jetzt der super Dialog, von dem ich geredet habe. Und O. O sagt auch noch. Oh nein. Ja, ja. Die